Hi, hallo ihr drei Leute, die sich noch bei Binding of Isaac After interessieren. Ja, ja, das Spiel ist leider durch, weil es ist eben wie Minecraft. Naja, jeder hat's gespielt. Und wenn man nicht gerade Poly-OP oder Zombie ist, naja, gut. Oh gut, das fängt schon mal gut an. Muss ich nicht mal rerollen? Nein, muss ich doch. Denn ich habe jetzt keinen Bock, jetzt nach Geld zu suchen. Ja, drückt die R-Taste. Das wird übrigens auch wieder nur 15 Minuten waren. Wie in der letzten Folge auch. Mal sehen, ob wir es weiter schaffen als bis Mom. Shadow, nö. Ich mag den Shadow nicht. Da muss man stehen bleiben. Macht zwar Giftschuss, Load Age und Range Up, aber nicht besonders viel Range. Ja, nee, komm nochmal. Bitte, 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 bitte. Spicy, Pointy, dass da ein Gegner durchgeht? Nein. Nicht besonders. Sticky Bombs, Exact Bombs, dann kommen da Spinnen raus? Nö. Oh Gott, dieses Spiel ist wie ein rostiger Nägel zwischen den Arschbacken. 10 Bomben? Nein. Komm schon, komm schon. Bombenexplosion? Ja, ach komm, ist mir nichts egal. Vielleicht kriegen wir einen Raum mit vielen Steinen, in denen eventuell was drin ist. Weiß man ja nicht. Tja, okay, ja. Und ja, willkommen zu meinem dritten Anlauf. Ja, das Spiel ist zum Kotzen. In dem Fall, du... Das ist ja das Problem, du weißt nicht, was kommt und dann kriegst du nur Scheiße. Und dann laberst du dir einen Wolf und am Ende wieder tot. Oh, wieder das totale Rotz-Item bekommen. Oh, wieder von vorne. Gott, ist das nervig. Ja, ja, aber dafür scheint man doch seinen Skill. Ach, leck mich mit euren Skill. So, ihr Luckrunner da draußen. Soll ich einsetzen? Nö, ist mir egal. So, na, komm, lass dich sterben. Oder flieg einfach in die Flamme rein. Genau. Huf, speed up. Ich werde jetzt noch schneller bewegen. Fuck, ich hätte hinten reingehen müssen. Dann hätte ich gewusst, dass hier der Boss ist. Ach, egal. So. Nicht in die Flammen laufen. Challenge up. Ach komm, wir sind schon schnell genug. Ach, eine Bombe. Komm, Moment mal, hier könnte ein Geheimraum sein, weil zwischen zwei Räumen. Aber es könnte auch da unten der Geheimraum sein. Scheiß drauf. Das hat's ja gebracht. Ach Gott, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Ach ja, falls dir es noch nicht aufgefallen ist bei euch, ich habe jetzt ein System. Es kommen jetzt immer Videos nach bestimmten Wochentagen. Ja, Montag kommt Witcher 2 in der Enhanced Edition. Dienstag kommt Batman. Ach, zumindest ein Silberherz mehr. Ja. Und Mittwoch kommt Enter the Gungeon. Danach am Donnerstag kommt nochmal Batman das Replay. Und dann Freitag kommt dann nochmal Witcher 2. Und ja, und am Samstag kommt dann irgendetwas. Irgendein. Immer reingehen, meint Eike. Aber scheiß drauf. Trollkiste. Ja, leck mich am Arsch. So. Ist da vielleicht was drin in den Stein? Okay, gut, dann haben wir zumindest das Herz wieder. Okay, das Spiel ist mal gnädig, ausnahmsweise. Ach komm, wir haben nicht viel Zeit. Ach egal. Kriegen wir schon eh noch 15 zusammen. So, einmal rüberziehen. So. Ich bin ja immer so furchtbar vorsichtig bei Isaac. Komm, bitte, 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 bitte. Oh. Slitshot. Okay, bringt euch bei. Wie heißt es? Brimstone jetzt nicht wirklich was, aber egal, sammeln wir jetzt einfach ein. Solange es nicht irgendwie die Science, unsere Science runter macht oder unseren Schaden halbiert oder irgendwas ähnliches, kann man ruhig mitnehmen. Ist ja egal. Okay. Okay, das Spiel wäre jetzt gerade nett. Ausnahmsweise mal. Vielleicht ist das jetzt der magische Run, wo es mal gut läuft. Weiß man ja nicht. Okay, und. Bitte, 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 bitte. Okay, gut. Oh, ein Geheimraum. Super. Das fängt ja mal ganz... ja, ein bisschen Geld. Oh, Swallow Penny. Nein, machen wir lieber Challenge ab. Ich habe immer das Gefühl, ich habe... Okay, Leute, ja, ich habe nicht alle 100... wie heißt das? Itap Eisens in Schädel. Ich meine, hey, ich spiele das Spiel auch nur so nebenbei. Oder ab und zu mal. In der Zwischenzeit meistens. Nicht mal so intensiv wie früher, was... Ja, beißt mich. Wenn ihr irgendein Spiel sehen wollt, ein Spiel-Let's Player sehen wollt, der davon irgendwie alles hundertprozentig erklärt und bla 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 und so weiter, dann müsst ihr einen anderen Let's Player suchen. Das tut mir leid. Ja,
Und was am Freitag kommt, das ist noch nicht mal so ich öffnen. So hundertprozentig bestätigt. Sagen wir mal so. Ich meine, wir haben zwar letztens was aufgenommen, was auch sehr lustig war. Ja, wirklich, muss ich wirklich sagen. Wo ich euch denke, hey, hä? Wir haben aus dem Spiel 5 Folgen rausgemacht. Hm. Okay. Nö, das lassen wir erstmal liegen. Ticket Charge. Nein. So, was will er denn von uns? 9 Lives. Natürlich 9 Lives. Denn dann haben wir die Chance. Jetzt habe ich geschmuckt. Dann habe ich nicht die Chance auf Guppy. Und wer Guppy ist, der ist Gott in dem Spiel. Naja, ansatzweise zumindest. Überspringen. Zwischenfilmchen kennen die Leute eh auswendig. Okay, oben, unten, links. Ach, gehen wir links. So, die kleinen Pickelhäufchen. Ja, ist auch keine große Sache. Ja, und da ich ja letztens wieder so ein Magazin gelesen habe, so ein 12-Euro-Ding, wo die besten Spiele des Jahres 2016 drin waren. Ja, Witcher 3 war dabei und, was war da noch dabei? Ach, das übliche Verdächtigen halt, Overwatch und all das mögliche halt. Und Battlefield 1, ne, ihr kennt das ja. Und Doom, das neue und so weiter und so fort. Und, Black. Nochmal ein Brimstone. Nope. Ich denke mal, ich bleib. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte lieber mit den Bomben bei den Bomben bleiben, ja. Und da waren eben noch neben diesen 100 besten Spielen des Jahres auch die 100 Spiele drin, die. Challenge Raum. Nein, Standardkiste. Bäh. Da waren nämlich auch noch die Spiele drin, die das, tja, die Geschichte gemacht haben. Also. Komm schon. Hä? Ich hab doch. Ach so, ich muss erst den Schalter. Vollidiot. So. Speed up, Range up. Okay, ein bisschen Range ist okay und so ein bisschen Speed ist noch okay. So 3 Speed ist ja noch in verträgbaren Maßen. Stirb. Ich brauche ein Damage up. Immer ein Damage up. Das ist mal das Beste eigentlich in dem Spiel. So. Ja, ich bin ja immer so vorsichtig in dem Spiel. Ach ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Ike ist nicht dabei. Dann hätte er wahrscheinlich wieder geschrien. Ah, du hast das falsch. Ah, du musst dahin. Ah, du hast das Falsche genommen. Ich hätte das genommen. Ah. Naja, gut, er kennt das Spiel halt besser als ich. Er ist halt der Bessere in dem Spiel, auch wenn er es nicht zugibt. So. Oh, fuck. Ah. Hinter ihn Scheißhauen verstecken. Ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Komm, wir haben keine Zeit. Ja, mach dein Tentakel-Ding. So. So, endlich. Ach komm, die kann man verschmerzen. So, nochmal HP ab. HP ist ab, ist immer gut. So, okay, einen Raum habe ich vergessen, aber ach, was soll's. Wir haben keine Zeit, ne? Wir haben ja keine Zeit mehr. Tja, das Zitat kennt eh kein Schwein. So, so. Komm. As you were, in my memory. Jetzt singt er auch noch und das ziemlich schlecht. So. Ja, komm. Nein, mich triffst du nicht. Der Torso. Verdammter Torso. Das war nicht so geplant. Gute? Paralyzes. Nicht gut. So. Jetzt geht's los. Der Skill geht runter, der nicht vorhandene. Und hier ist nix. Dankespiel. So, was haben wir hier? Geld. Schlüssel ist mal gut. Und wir können da nicht rein, da wir 3 Herzen haben. Schade. Ja, gut. Ja, und unter diesen 100 Spielen habe ich mir so ein paar gedacht, so, hey, das sind doch ein paar gute Retro-Spiele, machen könnte. Problem ist nur, die meisten davon habe ich nicht gespielt. Bis auf so wie Silent Hill oder die ganzen Resident Evils bis Teil 4. Ja gut, Teil 5 habe ich auch gespielt, aber das ist eher so eine, naja, Geschichte. So, ach, ich nehme es mal für 20 Euro beim Real mit oder so. Und so ist es auch. Ja, Teil 5. Ich sag's ja immer wieder, ich habe ja so das Gefühl, die Vermutung, dass die Filme Einfluss genommen haben auf die Spiele. Beziehungsweise, dass diese ganzen Afterlives und... Ach Mist, das war scheiße. Dass die ganzen Afterlives und, was noch alles heißt... Oh, Giftschuss. Okay, das ist gut. Ein bisschen vergiften ist immer gut, weil da kann man die Gegner vielleicht noch anknuspern oder... komm, schnell runter! Runter! Da kann man die Gegner auch anknuspern und dann eventuell...
muss man sie dann nicht sofort treffen. So, ja, sieht er es ja. Außer die Gegner haben, werden nicht getroffen. So, oh, scheiße! Gott, ey, Dechan, du bist so ein Vollidiot. So. Komm. Ja, 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 ja. Okay, gut. Komm, sollen wir das einsetzen? Oh, shit! 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 Ja. So. Mistvieh. So, ja, komm schon. Paralysis? Nein. Amnesia. Na, ist ja egal, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Ist jetzt irgendwo ein Stein, den ich übersehen habe, mit einem Kreuz drauf vielleicht? Nein, okay. Tja, und da habe ich mir vielleicht gedacht, mache ich doch vielleicht Super Metroid. Ich meine, das Spiel ist gut. Es erklärt sich von selbst. Und ist auch ein Klassiker. Ich meine, es war ja bei den 100 Spielen dabei. Und ich habe jetzt leider nicht mehr die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, es war relativ hoch. Oh, Jesus Juice. Range up und Damage. Damage ist mal gut. So. Oh Gott, schon bei 9 Minuten. Fuck. So. Ja, und ja, weil leider muss ich das Spiel dafür erstmal vorspielen. Also erstmal die nächsten 5 Tage dann erstmal vorspielen, weil das Problem an... Yes! Heftiges Damage up. Yes, gut. So, was hat der Raum für uns? Normale Kiste, leck mich. So. Und ja, muss ich ja eben erstmal vorspielen, weil man kann sich beim Spiel leider sehr verirren. Ich meine, okay, es hat eine Karte im Vergleich zum Original Metroid, was ich ja auf meinen Nintendo Advance Game Boy mal gespielt habe, weil es gibt ja diese Neuauflagen von NES. Naja, nicht so neu sind die natürlich auch nicht. Advance ist ja auch schon ein bisschen älter. Ein bisschen. Und ja, da habe ich schon gemerkt, oh, das ist aber schon ein bisschen schwer. Und man kann sich bei den Spielen eben leider sehr leicht verlaufen. Deswegen sollte ich doch lieber erstmal die nächsten 5 Tage bis zum Samstag, nächsten Samstag erstmal ein bisschen vorspielen. Und dann gucken, wie es dann, dann wird. Beziehungsweise, ob das dann auch ein Let's Play war ist. Ah! Mist. So, ja. Gucken wir mal. Bitte, 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 bitte. Shield the Tears. Okay, das ist jetzt nicht besonders, aber hey, was soll's. So, na komm, na komm, na komm. Oh, Bomben! Bomben sind gut! Bomben sind Liebe! So, ich hätte mal das Gefühl, das war falsch. Komm schon. Oh, Gold, ich brauche kein scheiß Geld. Ich brauche schwarze Herzen oder was ähnliches. So. Mal gucken, da ist vielleicht... Da sind vielleicht... ach Gott, das war dumm. Da sind vielleicht Silberherzen drin. Ja, okay, gut. So, da könnte jetzt ein Geheimraum sein. Ja, sage ich doch. Spinnen und normales Zeug. Na gut, kann man vertragen. Kann man mitnehmen. Na, was soll's. Ach so, Fliege töten. Spinne töten. Spinne, Fliege, wie auch immer. So, stirb. Und stirb. Du hast doch eh nichts von Leben. Regenwurmwurm. Nö. Nö, 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 nö. Komm. Komm schon, triff. Ja. Obwohl, ich könnte eventuell ja auch noch, Metroid Zero Missions nehmen von den Advance. Das soll ja angeblich auch so relativ gut sein. Das ist ja ein Remake von den Original... Ist das das Remake von Original Metroid? Ich glaube schon, ne? Und das Verbesserte. Ja, ich glaube, das soll eigentlich relativ gut sein. Obwohl... Na, muss ich noch mal ein bisschen... Muss mir noch überlegen bis morgen. So. Vielleicht mache ich auch was komplett anderes. Weiß ich nicht. Das muss zumindest Retro sein. Und zumindest ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Komm schon. Komm, so. So, machen wir jetzt hier Bombe. Vielleicht haben wir Glück und es kommt irgendwas Gutes aus den Steinen. Nope. Natürlich nicht. So, was haben wir in den Dingsbumsraum? Das Glas? Nö, ist nicht besonders. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich könnte jetzt natürlich was in den schalten, aber wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, nicht wahr? Scheiße. Gott, ich hasse Binding of Isaac. Also ganz ehrlich, ich hasse das Spiel eigentlich. Ich meine, okay, es hat seine Vorteile und auch so ein paar tolle Sachen, aber... Oh, gleich Doppelte, das macht's ja super. So. Ah, supi! Alter! Du spielst wieder geil, Dechan! Du spielst so geil, ey! Ich könnte mir einen Hintern fassen. Und La Paloma singen. So. Da, Dämon, was hast du für uns? Oh, Krampus. Ist denn schon wieder Weihnachten? Obwohl, oh, ich muss eigentlich mal den Krampus-Film mal sehen. Der wird ja überall gelobt. Okay.
Oh, wieder Räume verpasst. Aber hey, was soll's? Wir haben doch keine Zeit. Scheiß drauf. Oh, Angriffsspinnen. Okay, was soll's. Da hat sich ja das halbe Silberherz gelohnt. So. So, komm schon, komm schon, komm schon. 13 Minuten. So, neuer kleines Luck-Up. Okay. So. So, okay. Okay, ich könnte jetzt meine 3 Herzen reinhauen, aber... Ne. No! Noch mehr Geld. Alter, ich brauche kein scheiß Geld, verdammt. Was ist das noch? Messroom Damage. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Was soll's. Komm, was haben wir hier? Destruction, Passage, Passage. Passage, ja, da könnten wir jetzt über den Boss überspringen, aber... Nee. Komm, den machen wir. Wir sind schon so weit gekommen und wir sind schon bei fast... Na? Ach, scheiß auf das Geld. Ich habe eh mehr genug. So. So, komm. So. Oh, komm. Oh Gott, ich bin schlecht. Ich bin der schlechteste Let's Player aller Zeiten. Ja, das würde ich wirklich sagen. Ja, stimmt. Und wir haben den scheiß Brimstone immer noch nicht verbessert. So. Oh, komm. Oh, eine Minute noch. Fuck. Ach, was soll's. Komm, wir kämpfen jetzt gegen Mami und dann war's das. Destruction. So. Yeah. Naja, ein bisschen Schaden haben wir ihr gegeben. Ah, komm, wir können sie vergiften. Voll ins Auge rein. So, Parade. Ah, das schaffen wir leider nicht mehr. Scheiße, schon wieder du bist Mom. Was ist denn das? Will ich das Spiel trollen? Ach komm, wir gehen mal rein und gucken, was wir da bekommen würden. Okay, Lard. Nuggets, dass wir Zähne spucken können. Aufgeladenen Sprühschuss und was macht das nochmal? Tja, gut. Das werdet ihr jetzt leider nicht mehr sehen können, Leute. Das mache ich jetzt offscreen. Tja, wir sind leider schon wieder bei 15 Minuten und ich hasse dieses Spiel! Und ich hasse meinen Skill und ich hasse meinen Luck und ich hasse mein alles. Aber ich freue mich auf eventuell Super Metroid. Eventuell erstmal vorspielen. Weil man kann sich mit dem Spiel leider sehr leicht verirren. Auch wenn es im Super Metroid eben schon, naja, eine Map gibt. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Bind of Isaac und dann hoffentlich mal ein bisschen weiter. Also bis nächsten Mal. Ciao. Exkrement.